Willkommen zur 14. Folge von 7 Days to Die. Komm her, dich haben wir doch gesucht. Das mit der Zeit ist so wie mir ist es optional, also wenn es ein bisschen länger dauert, ist ja auch nicht schlimm, aber vielleicht gibt es einen Bonus. Nicht gut. Hoppla. Ja. Ja, das war leider. Ja. Schön, jetzt werde ich aufgefressen. Das war ein Fehler. Ich sollte nicht, ich habe so aus Reflex auf E geklickt. Die Umgebung wird wieder erstellt. Ganz schön, ganz schön. Und natürlich in der... Auf dem Bett. Okay, auf dem Bett soll man auch nicht erscheinen, weil dann schlägt man den Kopf so an, dass man gleich Schaden kriegt. Da ist der Rucksack. Dann hole ich mir kurz das Zeug wieder. Wahrscheinlich, wenn ich dort bin, kann ich gleich wieder verschwinden wegen der Nacht. Ja, ziemlich im Zentrum der Stadt. Super. Sehr super. Das habe ich jedes Mal sehr gut gemacht. War nicht so überlegt. Wir haben schon einen Shotgun-Laden gefunden, das ist sehr gut. Da kann man auch andere Waffen finden, nicht nur Shotguns. Und das wird richtig nice. Einen Werkladen, so wie wir waren. Und vielleicht finden wir sogar nochmal einen Bücherladen. Das wäre natürlich ganz genial. Vorne kommen wir wieder. Gehst du nicht mehr weiter? Warum bist du nicht mehr? Ach, die Ausdauer ist wieder zu Boden. Gehen wir ein paar Schritte. Das ist noch schöne Berge. Ganz schön. Ach, da drüben ist noch eine Bar. So eine Rockerbar. Ich weiß gar nicht genau, was man in der Rockerbar finden kann. Und da ist eine Kirche. Habe ich auch noch nie gesehen. Werden wir uns sicher auch anschauen, die Kirche. Wir werden uns so ziemlich alle Gebäude kurz mal Einblick verschaffen. So, und da sind wir schon fast beim Rucksack. Ach, den haben wir gar nicht durchsucht. Können wir eben machen. Ist ja nichts in der Nähe. Geh wieder zusätzlich auch wieder ein bisschen Ausdauer zurück. Den haben wir durchsucht, das weiß ich. Und jetzt soll der nächstens da vorne liegen. Irgendwo. Ach, noch ein Stück weiter. Da, hier. So, erstmal alles wieder anziehen.
Das tragen wir natürlich auch. Den können wir zerlegen. Den zerlegen wir auch. Das ist ein komischer Ton, der gefällt mir immer gar nicht. So einen komischen Eiswagenton, der so. Wie soll ich sagen, einfach unheimlich. 19 Uhr. Vielleicht kurz ein Gebäude sind, kurz reinspicken. Ich denke vielleicht so eine Kirche. Denn ich denke jetzt nicht, dass in der Kirche allzu viel los ist. Da ist ein Lebensmittelladen. Ja, da haben wir einiges zu durchsuchen. Wir nehmen auch diese da hier, die haben Essen, Waffen und vieles mehr. Die Tür der Kirche ist stets verschlossen. Jetzt schon ein paar Kerzen am Brennen. Eine leere ein Sarg, okay. Durchsuchen wir den Sarg, ein bisschen makaber. Jemand hat im Sarg Leim versteckt. Holz und Klebeband. Wie sich das auch gehört. Ach, das war nur so ein Fenster. Und ist hier was? Ist auch noch ein kleiner Raum. Ach, das sind die Toiletten. Medizinschäftchen. Waschbecken. Eine Pistole in der Toilette gefunden. Ganz interessant. Und das ist die Aufbewahrungshalle, oder wie man das auch nennen möchte. Wir haben eine Stange gefunden, ein Eisenrohr, das ist ganz gut. Etwas auf der Liste, jetzt brauchen wir nur noch eine zweite. Ist schon Nacht geworden? Nein. Aber wird nächstens. Nächstens wird Nacht. Ich habe jetzt Licht, also kann ich sagen, ein bisschen Licht machen. Toll, bin gejagt. So halbers versteckt wieder. Das ist das, was ich verhindern wollte. Ja, jetzt kann ich rennen. Kann hoffen, dass ich überlebe. Lauf, Forrest, lauf! Das kann man jetzt wirklich nur hoffen. Einfach nur das Beste hoffen.
machen. Bleib weg von mir, bleib weg von mir. Einfach nur zurück. Das war sehr riskant. Aber ja, ich glaube, das könnten wir überleben. Wow. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Der war eigentlich sehr komisch. Yay, ich bin schon wieder gestorben. Ich freue mich gerade so. Der ist irgendwie voll rumgebackt. Der ist mir vor der Nase gewesen und dann wieder vor Ort und... Ganz komisch. Yay, noch weniger Leben. Muss ich mein Wohlbefinden wieder... Ich glaube, jetzt habe ich noch 77 statt 100. Oder 66. Beim Bett erscheinen. Wir wissen ja, es gibt sonst Kopfschmerzen. Wohlbefinden minus 10. 78 Leben haben wir jetzt noch und Ausdauer. Also wir müssen das ganze Wohlbefinden wieder hochdrücken, sonst... Sonst können wir nicht mehr 100% Leben haben. Also haben wir jetzt auch nicht, bis wir das Wohlbefinden wieder hoch haben. Dass mich der so schnell erledigt hat, hat mich irgendwie voll erstaunt. Eben, dass der auch plötzlich nicht mehr da war. Das war irgendwie auch komisch. Irgendwie ganz komisch. Davor, da drüben ist er noch. Oder ist das der? Nee. Ja, nein, vielleicht. Schleichen wir uns einfach vorbei. Wenn so danach die Nacht 7 ist. Dann spinnen alle Zombies verrückt und rennen einfach wirklich so wild umher, bis sie dich finden. Es wird dann schon einiges zu kämpfen geben. Nein. Ja, ich weiß, ich bin... Warum hast du mich... Lass mich in Ruhe. Also wie man sieht, es ist schon möglich, aber es ist halt schwierig, weil man muss immer noch zu all dem Zeug rennen. Man kann nicht einfach stehen bleiben, weil sonst hat man wirklich keine Chance. Lesen. Wir hätten ja eine Pistole gehabt. Toll. So als letzter Ausweg wäre das ja nicht grundschlecht gewesen. Gehen wir noch den Rest im Rucksack holen. Ja, ist ein bisschen eine spezielle Taktik, einfach danach davon rennen und einfach mal auf gut Glück den Rucksack auflesen und hoffen, dass man den Bogen zuvor das hat. Und sonst muss man den Bogen immer noch nach vorne holen. Und das ist auch eine Kunst. So, aber jetzt ab zurück. Ins sichere Haus. Ins relativ sichere Haus. Ich beeile mich mal jetzt einfach. Ich renne jetzt Querfeld ein. So. Ein bisschen was getrunken.
So, sieht gut aus. Einfach der Nebel stört ein bisschen. Sieht man nicht gut, was vor einem liegt. Ja. Gut, dann ab ins Haus und lukendicht. Sogar im Haus drin ist Nebel. Das ist ja mal ganz gut. Die Tür oben ist verschlossen. Das kann ich rausnehmen. Nehme ich gleich noch. Habe ich da? Ne, Stoff jetzt nicht. Ich brauche das Leder. Stelle ich hier erstmal da die Kerze irgendwie auf. Die kann man, ja, die kann man so an die Wand hängen. Gehe ich nach oben, hol mir das Leder und mach mir die Blaseballen. Das kann man zerlegen. Das hier versorgen. Kann wieder die Sortierung machen, wenn ich nicht wieder alles aus der Kiste rausnehme. Das sind Bäume. Ist auch nicht grundschlecht. Essen. Tierfett. Den Rest von der Tierhaut hier hin. Leim habe ich auch schon bereits was. Essen wir. Lesen wir noch die Schatzkarte. Sagst du, warum ist die Truhe gesperrt? Der Verbandszeug, trübes Wasser. Da was Wohlbefinden. Nein. Nur der Essen gibt Wohlbefinden, teilweise. Meistens noch selbst gekochtes Essen. Toll. Ist doch Leim. Oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich dachte, man kann Leim kochen. Ja, Kleber. Das heißt Kleber. Ach so, nicht Leim. Wie sieht's mit Hunger aus? Kann ich da oben kurz was aus der Truhe essen? So eine Dosensuppe. Würde noch ein bisschen was vertragen. Ich will das nicht allzu lange bei mir haben. Gekochtes Fleisch. Sonst rieche ich nur noch dem Zeug und das will ich auch nicht, weil dann haben wir gleich die Zombies wieder bei uns. Und schlage ich jetzt hier mal wieder die Tür ein. Ach, wir benötigen wieder kleine Steine. Und da ist Zombies hier, toll. Ganz praktisch und ich habe auch nichts mehr zum Reparieren. Denn meine Axt ist kaputt. Ach nee, ich habe einen Schraubenzieher noch. Und jetzt habe ich noch einen Schrauben, also Schraubenschlüssel. Ich nehme da noch kurz ein bisschen Eisen zu mir. Da kann ich da die Tür ein bisschen verbessern.
Sie sind ziemlich nah. Und da ist er schon. Den habe ich jetzt nicht unbedingt Interesse reinzulassen. Wie viele sind das? Zwei, wenn nicht sogar drei. Habe ich ein bisschen zu lange wahrscheinlich das Fleisch bei mir gehabt, haben die das alle gerochen. Und da ich noch keine Falle um das Haus platziert habe, sind dementsprechend alle hier vor der Tür. Solange wir die nicht hier Steine ringsum kaputt machen, ist mir noch egal, weil ich habe momentan nichts dabei zum Flicken. Ich habe doch Lehm hätte ich oben, aber ich hatte nicht eine kleine. Ich habe gar keine kleine Steine. Das ist ja ganz mühsam, ich habe gar keine kleine Steine mehr. Wenn die mir die Blöcke ringsum kaputt machen, habe ich einfach keine Chance. Geht ja auch nicht mehr allzu lange bis tags. Muss ich da nicht mehr so lange verharren. Kann ich danach raus das Problem erledigen. Hoppla, ich hab nicht gegen das Mikrofon geschlagen. Oben ist gut, die obere Tür lassen sie mir. Ich sollte unbedingt beginnen fallen, um das Haus und Baus aufzustellen. Ich habe jetzt gesagt, zuerst mal beginnen mit dem Bunker, danach die Fallen ums Haus herum. Nein, da ist ein böser Kriecher. Lass mir den Block in Ruhe. Greif die Tür an. So, jetzt ist auch wieder da. Geht jetzt oben rum raus. Ach, ich könnte ja auch aufs Dach, wie ich dir gerade gesehen habe. Komm, folg mir hier durch. So, spannende Angelegenheit, lass mich in Ruhe. War nur zwei? Bestimmt irgendwo noch ein dritter. Denn da hoffen wir, dass wir an diesen Tagen nicht so schnell sterben wie an den vorherigen Tagen. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge ein bisschen besser darauf achten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye.